Hallo und herzlich willkommen, diesmal noch nicht direkt aus Bad Nenndorf, sondern noch aus Hannover. Wie ihr vielleicht schon an meiner Stimme so ein bisschen hören könnt, ich bin ziemlich heiser. Ich war krank und jetzt hat die Stimme irgendwie so ein bisschen schlapp gemacht. Ich habe aber passenderweise, was irgendwie völlig verrückt ist, letzte Woche mit einer Schülerin ein Video zum Thema Was kann ich tun, wenn ich heiser bin, gedreht. Darum soll es heute in dem Video gehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo, ich bin Sarah, ich besuche die Schule im dritten Semester und ich zeige euch heute ein bisschen, was ihr tun könnt, wenn ihr ein bisschen heiser seid. Kannst du uns erstmal so ein paar Tipps geben, was kann man überhaupt machen, wenn man heiser ist? Ja, erstmal so ganz basic, die Stimme nicht so sehr belasten, viel trinken, am besten natürlich Tee. Wenn man das Gefühl hat, dass man sich räuspern muss, besser schlucken oder husten, weil die Stimmlippen so stark aneinander schlagen und das ist nicht so gut. Also das ist kontraproduktiv. Okay, also lieber richtig husten als räuspern. Genau. Okay. Ja, also als erstes gibt es so eine Hauchübung. Dabei atmet man durch die Nase ein und haucht dann geräuschlos die Luft wieder durch den Mund aus. Also wie als würde man zum Beispiel einen Spiegel oder eine Scheibe beschlagen wollen. Und da kann man am besten die Hand so vor dem Mund halten. Ja, und in der Atempause lässt man die Arme sinken, wartet auf die neue Einatmung und dann macht man das ein paar Mal. Okay. Und was genau passiert bei dieser Übung? Also was bewirkt das Hauchen? Da kommt die warme Luft, aus die man ausatmet, an den Stimmlippen vorbei und die ist warm und feucht und das ist total gut. Okay, also Schleimhäute werden befeuchtet. Ja, genau. Du hast noch eine zweite Übung vorbereitet. Genau. Ja, ist auch ein bisschen entspannend, wärmt die Stimme so ein bisschen an. Und zwar hebt man in der Einatmung die Hände, die Einatmung geht wieder durch die Nase, das ist ganz wichtig. Die Ausatmung macht man hörbar auf einem W, also auf einem langen W, und klopft währenddessen seinen Brustkorb ab, weil das die eventuell Schleim, wenn man erkältet ist, den Schleim in den unteren Atemwegen löst. Das W hat ganz starke Vibrationen und wirkt deshalb auch entspannt auf die Stimme. Du hast jetzt ja schon mehrfach gesagt, es ist wichtig, dass man während der Übung durch die Nase einatmet. Also warum kann ich nicht durch den Mund einatmen? Weil der Weg durch die Nase ja viel, viel enger ist als durch den Mund und das trainiert mehr das Zwerchfell, also du brauchst mehr Kraft. Und ansonsten aus gesundheitlichen Gründen, atmen durch die Nase, befeuchtet die Luft, filtert die Luft. Das heißt, in der Grippesaison ruhig einfach immer nur durch die Nase einatmen, dann filtert man auch gleich ein bisschen an Viren raus. Ja, in Ruhesituationen so viel wie möglich. Okay. Hast du eventuell noch eine dritte Übung für uns? Ja, das können wir machen. Die nennt sich Atemarm-Basisübung und die geht folgendermaßen, ich mache die auch nochmal vor. In der Einatmung, die wieder durch die Nase geht, werden die Arme mit den Handflächen nach oben auf Schulterhöhe gehoben. Mhm. Dann umgedreht und in der Ausatmung, in der wieder getönt wird, auf W plus Vokal, also zum Beispiel wo, werden die Arme wieder gesenkt. In der Pause hängen die Arme locker. Gibt es bei der Übung irgendetwas, was man falsch machen könnte? Ja, die ist prädestiniert dafür, dass die Leute die Arme hochziehen, also die Schultern hochziehen. Mhm. Das wirkt sich dann wiederum auf das Kehlkopf-Einhängesystem aus und außerdem kriegt man davon Nackenverspannung. Okay. Also da muss man sehr darauf achten, dass man, obwohl man die Arme hebt, die Schultern unten lässt. Und das mit den Armen anheben, wofür genau macht man das? Also, wenn man diese Übung macht mit den Armen, weitet das den Brustkorb und das zieht wiederum die Lunge auseinander und das wiederum fördert die Einatmung. Ja, okay, man merkt auch wirklich, dass man stärker einatmen kann, wenn man die Arme anhebt. Genau. Okay, also Lunge hat einfach mehr Platz im Brustkorb, um sich auszudehnen. Genau. Dadurch, okay. Man kann den Vokal auch weglassen, wenn man sehr heiser ist, weil das dann doch gegebenenfalls zu anstrengend ist. Okay. Und also sowieso bei allen Übungen, wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut, aufhören. Mhm. Ansonsten ist noch zu beachten, dass man einen Ton in einer bequemen Lage wählt. Also wenn man einen sehr hohen oder sehr tiefen Ton nimmt, ist es einfach in der Situation zu anstrengend für die Stimme. Super, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
Und dann hoffe ich mal, dass ich ganz schnell heiser bin, damit ich die Übungen ausprobieren kann. Jetzt hat die Stimme irgendwie so ein bisschen schlapp gemacht. Ja, unbedingt. Ich hoffe nicht. Okay. Vielen Dank. Jetzt ist ja die eine Sache, praktisch Übungen und Tipps zu kennen, die man machen kann, wenn man heiser ist. Man muss natürlich auch die Zusammenhänge im Körper verstehen. Man bekommt Unterricht in Phoniatrie, Anatomie. Ich habe mir gedacht, zu diesem Thema, was wir heute haben, also was kann ich für die Stimme tun, wenn ich heiser bin, wäre es vielleicht super, wir sprechen mit dem Dozenten für Phoniatrie an der Schule und den seht ihr jetzt. Schönen guten Tag, Herr Dr. Bock. Hallo, ich bin Bernhard Bock. Ich bin eigentlich, wenn ich nicht an der Schule bin, bin ich als Hals-Nasen-Ohren-Arzt tätig. Das mache ich schon seit vielen Jahren in eigener Praxis. Und mein Faible ist, deswegen habe ich mich überhaupt mit dem ganzen Thema irgendwann auch mal als Arzt auseinandergesetzt und bin in die Richtung gegangen, ist nun mal die menschliche Stimme. Und ich unterrichte dieses Thema jetzt seit einigen Jahren hier an der Schule, habe schon einige Semester vom 1. bis zum 6. begleitet, auch durchs Examen und ich finde auch mit ganz guten Resultaten. Insofern bin ich auch motiviert, das gern weiterzumachen. Die Schüler werden ja nicht HNO-Ärzte. Nein. Ne? Sondern was sind die wichtigen Punkte, die Sie im Unterricht ansprechen oder was ist das Wichtige für einen späteren Atemsprech- und Stimmlehrer? Also ist ja schon gesagt, es werden Atemsprech- und Stimmlehrerinnen, Atemsprech- und Stimmlehrer nach der Methode Schlafhorst-Andersen und wir wissen ja nun alle, dass eben also der Hauptfokus auf dem Bereich natürlich der menschlichen Stimme liegt. Um die menschliche Stimme zu verstehen, muss man natürlich auch eine ganze Menge von dem wissen und verstehen, was die Stimme modifiziert, beeinflusst. Wir haben heute zum Beispiel gerade über das Thema Ansatzraum gesprochen. Da gehört natürlich mehr Wissen dazu, als nur eben das nur in Anführungszeichen das Funktionieren der Stimmlippen. Also eine ganze Menge mehr muss man dafür wissen. Das Gehör ist ein ganz wichtiger Faktor, der mit in den Unterricht einbezogen werden muss. Das Zusammenspiel Stimmerzeugung, Hören, Verstehen. Die Absolventinnen und Absolventen nach dem Examen werden zum größten Teil therapeutisch tätig sein, natürlich auch als Lehrerin oder als Lehrer. Aber um das zu tun, muss man die medizinische Terminologie einfach verstehen, damit souverän umgehen können. Das ist mir auch ein ganz großes Anliegen. Wir haben gerade schon mit einer Schülerin aus dem 3. Semester, die hat uns ein paar Tipps und ein paar Übungen gezeigt, was man machen kann, wenn man heiser ist. Ja. Vielleicht bekommen wir noch einen Tipp oder einen Hinweis von Ihnen als Fachmann. Also, wenn die Stimme aufgrund einer Erkrankung heiser ist und jetzt nicht eine funktionelle Störung in erster Linie als Grund hat, dann ist es wie beim Leistungssportler auch. Wenn ich meine Bänder überdehnt habe oder mir das Bein gebrochen habe, dann gehört das geschont. Also auch das komplette Aussetzen der Stimmfunktion, also Stimm- und Sprechverbot, natürlich, Verbot klingt zu hart, also die Empfehlung, das nicht zu tun, das Wichtigste. Und das sollte aber möglichst kurz diese Phase sein. Der Aufbau der Stimme ist ganz, ganz wichtig. Das mache ich als Arzt natürlich, dass ich das beobachte. Und wenn es dann erforderlich ist, dann werden diese Menschen auch recht schnell Therapeuten, die was davon verstehen, zum Beispiel Assels, zugeführt. Ich danke Ihnen für die Zeit und sehr wünsche gerne. Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, und weiterhin viel Freude beim Unterrichten. Ja, dies war ein. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Sarah und an Herrn Dr. Bock, dass Sie sich Zeit genommen haben, mir ein bisschen was über das Thema zu erklären. Dieses ganze Thema, was kann ich für die Stimme tun, wenn ich heiser bin, ist natürlich immer ganz von euch abhängig. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr belastet eure Stimme mit Übungen, dann lieber dem Rat von Herrn Dr. Bock folgen, wirklich eine Stimmpause einzulegen und zu gucken, dass man die Stimme so gut wie gar nicht nutzt und gar nicht belastet. Wenn ihr aber merkt, diese Übungen, die wir zum Beispiel gerade von Sarah gelernt haben, die helfen euch und die tun euch gut und ihr habt das Gefühl, danach klingt die Stimme wieder weicher und etwas besser, dann schaut einfach, was euch gut tut, was eurer Stimme gut tut. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich werde jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich meine Stimme wieder klar kriege. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.